All right. Well, thank you, Martin, and thank you all for allowing me to come and be a part of the pre-conference and for the privilege of opening God's Word with you. You know, you are all, many of you, teachers already, and you understand this, but I love what Paul says to Timothy. Ich freue mich und möchte mich auch bei euch bedanken, dass ich euch dienen darf, dass ihr gekommen seid, um weiter zugerüstet zu werden. Und ich weiß, viele von euch, ihr seid selber Lehrer und ich möchte euch das ans Herz legen, was Paulus 1 Timotheus gesagt hat. Where he says to him, you too are nourished on the words which you teach to others. Ja, er selbst wird genährt durch die Worte, die er lehrt. And I find that true every time I teach, and especially as I've taught you all today. Und ich muss sagen, ich kann das nur allzu gut nachvollziehen. Ich profitiere jedes Mal, wenn ich unterrichte, und auch heute, wenn ich hier bin, um euch zu lehren, ist es genauso. And it's my prayer that the Lord would use these truths in your life in the same way. Und ich bete einfach, dass Gott diese Wahrheit in euren, in unseren Leben anwendet zu seiner Ehre. I mentioned a couple of other examples of disunity in the church. Ich habe einige weitere Beispiele für Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde. But I want to begin this session by sharing some that are a little closer to home. Aber ich möchte jetzt mit einigen Beispielen beginnen, naja, die stehen mir ein bisschen näher. That are actually a part of evangelical churches. Das sind Dinge, die sich in evangelikalen Kreisen abspielen. The first is from a story my father-in-law, who's now with the Lord, told. Die erste Geschichte, die habe ich von meinem Schwiegervater, er ist mittlerweile beim Herrn, aber er hat mir die mal erzählt. He was a theology professor for 50 years before his death. Er war 50 Jahre als Theologieprofessor tätig. And on the weekends he often pastored small rural churches to serve God's people. Und an den Wochenenden hat er oft in kleinen ländlichen Gemeinden gedient. And he told the story of a church that wasn't his own, but a church that was near his. Und er hat mal eine Geschichte erzählt, eine Gemeinde, das war nicht seine Heimatgemeinde, aber die war ganz in der Nähe. It was an evangelical Baptist church. Es war eine evangelikale Baptistengemeinde. Who held to the same truths that we hold to. Sie liebten dieselben Wahrheiten, die wir lieben. And an argument broke out about what color shingles to shingle the roof of the building with. Aber dann gab es plötzlich einen Streit. Und wisst ihr, worüber sie stritten? Welche Farbe die Ziegel auf dem Dach haben sollen. And the argument was so intense that they couldn't resolve it. Und es gab so einen Streit, sie haben sich nicht gefunden. And so the only solution they came to was to do half of the building with one color shingle and the other half with the other. Naja, und was für eine tolle Lösung, hä? Die eine Hälfte des Daches wurde in der Farbe Ziegel eingedeckt und die andere in der anderen Farbe. True story. Das ist eine wahre Geschichte, okay, nicht erfunden. But it gets worse. Und es ist noch nicht das Ende der Geschichte, es kommt besser. Because after they completed the roof, nachdem sie das Dach dann endlich komplett eingedeckt hatten, those people who voted for their color sat under that side of the roof. Die Leute, die für die eine Farbe waren, sind auf der Seite des Daches gesessen, wo die Farbe Ziegel war und die anderen auf der anderen. Now you and I can laugh about that because it's not happening in our church. Wir können darüber lachen, weil es nicht in unserer Gemeinde ist. But sadly there are other factors that can enter into our churches. Aber hey, es gibt eine Menge andere Dinge ähnlicher Natur, die sich auch bei uns einschleichen können. The other story actually happened in Dallas, the town where I pastor. Die andere Geschichte ist aus einer Gemeinde in Dallas, das ist da, wo ich daheim bin. There was a dispute that broke out between two sides, and it got so bad they sued one another. Auch da gab es Streit, und das ist so weit gegangen, dass sie vor Gericht gezogen sind. They sued to get control of the church property to force the other side out. Warum ging's? Es ging darum, jeder dachte, er hätte Anspruch auf das Grundstück, auf das Haus, das Gemeindehaus, und naja, und so sind sie vor Gericht gezogen deswegen. Again, an evangelical church.
eine evangelikale Gemeinde, wohlgemerkt. The judge ruled that it wasn't a civil matter, it was an ecclesiastical matter. Und naja, der Richter war ein weiser Mann. Er hat nämlich entschieden, dass das nicht um Zivilrecht sich hier handelt, sondern das sei eine gemeindliche Angelegenheit. Die Gemeinde muss sich darum kümmern. And therefore it ought to be settled by the denomination. Und deshalb musste die Denomination sich darum kümmern letztendlich. So they set a day for it to be heard. Und so hatten sie einen Termin vereinbart. And the leaders of the denomination listened to the arguments of both sides and decided who should get the property. Und die Leiter der Denomination haben sich beide Parteien angehört und dann entschieden, wem das Gebäude und das Grundstück zugesprochen würde. Of course, you know exactly what the losers did. They went down the street and started another church. Und ihr könnt euch vorstellen, was die getan haben, die das Gebäude nicht gekriegt haben. Naja, sie sind einfach ein paar Meter weiter runter der Straße und haben ihre eigene Gemeinde gegründet. And the Dallas newspapers loved this story. Und ihr könnt euch vorstellen, die Zeitungen in Dallas, die haben sich den Mund darüber zerrissen. And they reported that the denominational board had finally gotten to the original cause of this argument. Und sie haben dann auch darüber berichtet, dass diese Anhörung vor der Leiter der Denomination dazu geführt hat, dass sie endlich herausgefunden haben, was eigentlich der ausschlaggebende Punkt für den Streit war. The argument began at a church dinner. Das Ganze hat angefangen bei einem Gemeindeessen. And here's the shocking part. Und jetzt kommt das dicke Ende der Geschichte. It all began when someone served one of the leaders of the church a smaller piece of ham than the child seated next to him. Einer der Ältesten in der Gemeinde hat ein kleineres Stück Schinken gekriegt als das Kind, das neben ihm saß. Das war der Auslöser für den Streit und den Krieg. Either that was amazing ham. Entweder muss das ein Wahnsinnsschinken gewesen sein, den sie da serviert haben. Or there's a very profound spiritual lesson here. Oder es gibt ja eine wirklich tiefe geistliche Lektion zu lernen. Always give elders larger servings. Gib dem Ältesten immer das größte Stück Schinken, okay? No, I mean seriously, that kind of disunity causes such a shame to the name of Christ. Na, jetzt mal Hand aufs Herz. Was für eine Schande, über ein Stück Schinken so ein Theater und alle haben es mitgekriegt. Paul wanted the Ephesians to know just how important this issue of unity was. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum Paulus so viel daran setzt, den Ephesern klarzumachen, wie wichtig Einheit ist. And I hope in all of the details we're looking at, you don't miss the big picture here. Und ich hoffe bei all dem, was wir hier miteinander anschauen, all die Details, dass ihr nicht das wahre Thema, die große Sache verpasst, um die es geht. In chapters 1 through 3, there is only one imperative. In Kapitel 1 bis 3 finden wir nur ein Imperativ, nur eine Befehlsform. It's in chapter 2, verse 7, remember. Es ist in Kapitel 2, Vers 7 und es ist, erinnere dich, vergiss nicht. But you begin chapter 4 and there is imperative after imperative after imperative. Und dann kommst du zu Kapitel 4 und da gibt's Imperativ, Imperativ, Imperativ. Where Paul unpacks for us the practical ramifications of the eternal plan of God revealed in the first three chapters. Weil in den Kapitel 4 bis 6 wendet Paulus das an, was er in Kapitel 1 bis 3 gelehrt hat, die Auswirkung der Erlösung und der Rettung in Christus. And don't miss the fact that he starts with the issue of unity. Und nochmal, was ist das allererste und folglich das allerwichtigste? Einheit. Does this have that big a priority in your own mind? Ist das eine derartige Priorität in deinen Gedanken? I hope that we'll mimic the Apostle Paul and ultimately the Holy Spirit in caring about this issue. Und ich hoffe doch sehr, dass wir Paulus nachahmen und letztendlich auch den Heiligen Geist, der diesem Thema so viel Gewicht beimisst. So in this passage we are told in verse 3 to be diligent to preserve the unity of the Spirit. Wir sind hier, wie bereits gesehen, angewiesen, uns zu befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. And we are told here that we are to do that in three different ways. Und wir werden angewiesen bzw. unterwiesen, dass es drei Mittel diesbezüglich three gibt. Means for preserving the unity that we enjoy. Drei Mittel, damit wir die Einheit auch genießen können, die der Geist gewirkt hat. We examine the first one at length, put on the attitudes of unity. Zuallererst geht es darum, dass wir die richtige Einstellung haben gegenüber Einheit. And we're considering the second now, and that is focus on the basis of our unity. Und
Hier, das zweite Mittel ist, wir dürfen diese Grundwahrheiten, die hier genannt werden, nicht vergessen. This is the message of verses 4 through 6. Darum geht's in den Versen 4 bis 6. There is an experiential, mystical element to our unity. Es gibt auch einen erfahrungsmäßigen, man könnte vielleicht sagen, ein bisschen mystischen Aspekt in Bezug auf Einheit. We have been immersed into the body of Christ with every other true believer. Gemeinsam mit allen anderen Gläubigen sind wir in den Leib Christi eingefügt, hineingetauft worden. But our unity also enjoys this objective basis. Aber hier finden wir eben objektive Wahrheiten, Grundlagen für die Einheit. We're looking at these seven realities that provide the basis of true unity. Und hier werden dann in den Versen 4 bis 6 eben sieben Realitäten genannt, welche die Grundlage für unsere Einheit bilden. So far we've examined the first couple of them. Zwei haben wir schon betrachtet. The first is we share a common life. Das erste war, dass wir ein gemeinsames Leben haben. There is one body. Es gibt nämlich nur ein Leib. Secondly, we share a common source. Zweitens, eine gemeinsame Quelle. There is one spirit. Ein Geist. We are united because of the common source that lies behind all of the work in us. Weil es eine gemeinsame Quelle gibt, die in dir und mir genau das Gleiche wirkt, gibt es eben Einheit, die der Geist wirkt. We are all the work of one spirit, the Spirit of God. Wir sind alle das Resultat des Wirken dieses einen Geistes, und das ist der Geist Gottes. Now that brings us in this session to the third reality. Die dritte Realität. That serves ultimately as the basis of our unity. Wiederum eine Realität, die als Grundlage für Einheit dient. We share a common future. Eine gemeinsame Zukunft. Verse 4 says, there is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. Vers 4, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. We have one hope. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung. But as you can see, Paul makes it larger than that. You were called in one hope of your calling. Aber Paulus erweitert den Gedanken noch. Er sagt nämlich, dass wir berufen sind in einer Hoffnung unserer Berufung. So let's take that apart for a moment. Lass uns sehen, was er damit genau meint. First of all, your calling. What is that? Was bedeutet es, deine Berufung? This calling is the sovereign call of God through the gospel. Diese Berufung ist das souveräne Rufen Gottes mittels des Evangeliums. Theologians call this the effectual call or the effective call. In der Theologie spricht man von der wirksamen Berufung Gottes. In my case, I grew up in the home of a music director in a Baptist church. Ich bin aufgewachsen im Haus eines Mannes, der in der Baptistengemeinde den Musikdienst geleitet hat. In my home and in the church, I had heard the gospel countless times. Und bei mir daheim und in der Gemeinde habe ich das Evangelium immer und immer wieder gehört. But when I was 17 years old, something else happened. Aber als ich 17 Jahre alt war, da ist etwas Spezielles passiert. God the Father called me to himself through the gospel. Gott der Vater hat mich zu sich selbst berufen durch das Evangelium. And if you're a Christian, there was a day when you experienced the effectual call as well. Und wenn du ein Christ bist, dann gab es auch in deinem Leben einen Tag, wo Gottes wirksame Berufung in dein Leben hineinwirkte und du wiedergeboren wurdest. Perhaps like me, you'd heard the gospel many times before. Vielleicht erging es dir wie mir, du hast das Evangelium vorher schon zigmal gehört. But it simply passed without changing you, without affecting you in any way. Naja, aber du hast es gehört und es hat nichts bei dir bewirkt, du hast dich nicht verändert. But on that day that you were saved, God was in that gospel message and through that message calling you. Aber an dem Tag, an dem du errettet wurdest, hat Gott diese Evangeliumsbotschaft benutzt und gewirkt an deinem Herzen, und zwar Errettung. The effectual call is when a person hears the gospel. Die wirksame Berufung, das ist das, was passiert, wenn jemand das Evangelium hört. And is drawn through that message
compellingly, irresistibly to God. Und durch das Hören der Botschaft wird er unwiderstehlich angezogen, und zwar hingezogen zu Gott selbst. If you're a Christian, it's because you were called by God through the gospel. Und wenn du ein Christ bist, dann ist es, weil Gott dich berufen hat durch sein Evangelium. And that call produced in you the hope of your calling. Und diese wirksame Berufung Gottes bewirkte in dir die Hoffnung der Berufung. Because God called you irresistibly and effectively, you have a hope. Weil Gott dich unwiderstehlich durch seine wirksame Gnade berufen hat, deshalb hast du Hoffnung. Now I think you understand this, but the Greek word for hope is profoundly different than our words for hope. Ich denke, dass ihr euch dessen bewusst seid, das griechische Wort für Hoffnung, naja, das hat eine ganz andere Bedeutung als die Art und Weise, wie wir Hoffnung heute benutzen. Here's how we usually use the word hope in our languages. Wenn wir von Hoffnung reden, dann meinen wir meistens Folgendes. If a soccer team is behind 4 goals with a minute to play, Pokalfinale, eine Minute zu spielen, und eins der beiden Teams, ich sage jetzt nicht welches, liegt 4 Tore zurück. And that's your team and you want them to win, what do you say? Und das ist dein Team, das 4 Tore zurückliegt. Was sagst du dann? I hope they win. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch gewinnen. And so our word for hope is filled with desire but almost no certainty. Unsere Hoffnung, menschliche Hoffnung, ist mit einem Wunschgedanken gefüllt, aber oft besteht wenig Hoffnung, dass das wirklich eintrifft. In fact, often we use the word hope when there's practically no hope. Und Tatsache ist, wir benutzen oft das Wort Hoffnung, wenn es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. But the biblical word is different than that. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie etwas ganz anderes. It includes not only the desire for something to happen. Weil biblische Hoffnung spricht nicht nur von einem Wunsch, der da ist, einem starken Verlangen, but the confidence and assurance that that thing will happen. Sondern biblische Hoffnung bringt mit sich das Vertrauen und die Gewissheit, dass das, was man sich wünscht, auch tatsächlich eintrifft. When God called us to himself through the gospel, als Gott uns durch das Evangelium zu sich selbst gerufen hat, he gave us not only an eager desire for what's coming in our future, hat er uns nicht nur ein großes Verlangen gegeben für das, was in der Zukunft noch auf uns wartet, but he gave us the assurance, the certainty that it will happen, sondern die Zusicherung und die Gewissheit, dass das, was er verheißen hat, auch sicher eintreffen wird. It's as certain as if it already had happened. Und zwar die Sicherheit ist so hoch, obwohl es noch nicht eingetreten ist, als wäre es bereits eingetreten. So Paul uses this expression often. Und so bedient sich Paulus dieses Begriffes sehr oft. And hope is one of the 3 great virtues, right? Hoffnung ist eine der großen 3 Tugenden, die wir finden. In Ephesians chapter 1 verse 18. Epheser 1 Vers 18. Paul prays that all believers will know what is the hope of his calling. Dort betet Paulus nämlich dafür, dass alle Gläubigen wissen, welches die Hoffnung der Berufung sei. And then in chapter 4, verse 4, he speaks of one hope of your calling. Und in Kapitel 4, Vers 4 spricht er eben von einer Hoffnung eurer Berufung. This is the hope that God gave us by calling us. Das ist die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat und die gebunden ist an seine Berufung. It's the hope held out to us in the gospel. Es ist die Hoffnung, die uns entgegenstrahlt im Evangelium. If you follow this word hope throughout the New Testament, you discover what it is we hope for. Und wenn ihr den Begriff Hoffnung durch das Neue Testament hindurch verfolgt, dann erkennt ihr auch, was der Inhalt unserer Hoffnung ist. Let me just give you a list. Hier ist eine kurze Liste. And I'll give you the references so you can look them up later for your encouragement. Ich gebe euch die Bibelstellen an, damit ihr das nachher zu eurer eigenen Ermutigung nachschlagen und nachlesen könnt. Here's what we hope for. Hier ist unsere Hoffnung, der Inhalt dessen, was wir hoffen. For salvation, 1 Thessalonians 5:8. 1. Thessalonicher 5:8, Rettung.
for righteousness in Galatians 5:5. Galater 5:5, Rechtfertigung, Gerechtigkeit. For resurrection in 1 Corinthians 15:52-55. 1. Korinther 15, 52 bis 55, Auferstehung. For the redemption of the body, Romans 8:23. Römer 8, 23. What was it again? 23. Oh, it's the redemption of the body. Die Erlösung des Leibes. In Titus 1:2, eternal life. Titus 1:2, das ewige Leben. In Colossians 3:4, Christ's return. Kolosser 3:4, die Wiederkunft des Herrn. In Romans 5:2, sharing God's glory. Das Anteilnehmen oder das Teilen der Herrlichkeit Gottes in Römer 5:2. Every single one of us, brothers and sisters, shares this hope. Jeder von uns, jedes Kind Gottes teilt diese Hoffnung. We share both the desire for and the assurance of these things. Wir haben nicht nur das Verlangen, sondern wir haben Anteil an der Gewissheit, dass das auch sicher eintreffen wird. Being rescued from the penalty, power and one day the presence of sin. Wir sind nämlich errettet von der Strafe der Sünde, wir sind errettet von der Kraft der Sünde und in der Zukunft werden wir errettet sein von der Gegenwart der Sünde. Enjoying comprehensive personal holiness and righteousness. Und dann werden wir eine alles umfassende Heiligkeit genießen für immer und ewig. Being just like Jesus Christ. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. A redeemed body that doesn't decay or die or lead us into temptation. Wir werden einen erlösten Leib haben, der nicht mehr krank wird, der nicht sterben kann und der uns nicht mehr in Sünde verführt. A higher quality of life that's not bound by the passing of time. Eine Lebensqualität, die nicht mehr abhängt von zeitlichen Dingen und Umständen. Christ returned to take us to himself. Jesus wird zurückkommen und uns zu sich holen. And seeing the glory of God and sharing the glory of God. Und wir werden Anteil haben und die Herrlichkeit Gottes sehen. Paul's point in verse 4 here is that we are all united in that common hope for the future. Und Paulus erinnert uns daran, dass das die gemeinsame Hoffnung ist, die wir alle haben. Wir sind eins in dieser Hoffnung. Now, isn't it interesting that Paul chooses prophecy to say we're united. Ist es nicht interessant, dass Paulus etwas nimmt, das einen prophetischen Aspekt hat, um damit unsere Einheit zum Ausdruck zu bringen? Because the truth is, this is one of those things that divides a lot of Christians. Tatsache ist, dass es gerade viel Streit und Parteien unter Christen gibt in Bezug auf Prophetie. We're divided on the timing of the rapture. Wir sind uns nicht eins, wann die Entrückung stattfinden soll. We're divided on the millennial question. Wir haben eine Menge Fragen und unterschiedliche Sichten in Bezug auf das tausendjährige Reich. And there are other aspects of the future that can be points of division. Und es gibt eine Menge Dinge, die in der Zukunft liegen, die für viele Geschwister Anlass für Streit und Parteien geben. But don't miss the point that Paul is making here. Aber verpasst nicht, worum es Paulus hier geht. Although we might be divided on some specific details. Es mag sein, dass wir nicht in jedem Detail miteinander übereinstimmen. We are all united on the most important issues. Aber im Kern, in der wichtigsten Sache, sind wir eins. That to be absent from the body is to be present with the Lord. Nämlich, wenn wir ausheimisch des Leibes sind, dann sind wir einheimisch beim Herrn. That Jesus will return bodily to gather us to himself. Und wir sind uns darin einig, dass der Herr leibhaftig zurückkommen wird, um uns zu sich hin zu versammeln. That we will be made perfect and receive a glorified body like his own. Und wir werden vollkommen gemacht und einen vollkommenen Leib bekommen, der dem seinen gleich sein wird. And that we will live forever in his presence on a new earth in which righteousness is at home. Und wir werden in Ewigkeit in seiner Gegenwart leben auf einer neuen Erde, wo seine Gerechtigkeit in Ewigkeit herrschen wird. That's our common hope for the future. Das ist unsere gemeinsame Hoffnung für die Zukunft. And it serves as a great basis for our unity. Und was für eine großartige Grundlage für Einheit in der Gemeinde. We better learn to get along with each other here because we're going to be together forever. Oh, ich empfehle euch, dass ihr es lernt, hier miteinander auszukommen, denn wir werden einst die Ewigkeit miteinander verbringen. There's a fourth basis for our unity in this passage. Eine vierte Grundlage, die wir hier finden. We share a common master. Wir haben einen gemeinsamen Herrn. Verse 5 says there is one Lord.
Vers 5, ein Herr. As you know, the Greek word for Lord is Kurios. Das Wort im Griechischen, das benutzt wird für Herr, ist Kurios. It means master. Es bedeutet eben Herr. And in Greek, whenever there's a Kurios, a master, there's also a doulos, a slave. Now, im Griechischen, wenn die Rede von einem Kurios, von einem Herrn ist, dann ist klar, dass es auch einen doulos, einen Sklaven, einen Diener geben muss. This image was crystal clear to every believer in the church in Ephesus when this letter was first read. Und als dieser Brief in der Gemeinde in Ephesus gelesen wurde, war jedem Gläubigen klar, was gemeint ist, wenn von einem Kurios die Rede ist. Paul is reminding us that we are all fellow slaves. Paulus erinnert uns daran, dass wir alle Sklaven sind, und zwar seine Sklaven. And we all serve one Kurios, one master. Und alle diese Sklaven dienen ein und demselben Herrn. Paul identifies that master back in chapter 1, verses 1 and 2. In Kapitel 1, 1 und 2 erklärt Paulus uns, wer oder wie dieser Kurios ist. Epheser 1, 1 bis 2, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Notice the end of verse 2, our Kurios is Jesus the Messiah. Achtet auf das Ende von Vers 2, unser Herr ist Jesus, unser Kurios ist der Christus. And Paul says our unity is based on the fact that we share the same Lord, the same Master. Und in Kapitel 4 erinnert uns eben daran, dass unsere Einheit darauf beruft, dass wir ein und denselben Herrn haben. In fact, in Romans chapter 10, verses 9 and 10, we discover that we became Christians by confessing Jesus as Kurios. Und Römer 10, die Verse 9 und 10 erinnern uns daran, dass wir eben genau aus diesem Grund Christen geworden sind, weil wir unseren gemeinsamen Herrn bezeugen. In chapter 14, as he deals with issues of conscience, he reminds the believers that they serve the same Lord. Und auch in Römer 14, wo er aufzeigt, wie wir mit Gewissensfragen umgehen sollen, erinnert er uns daran, dass wir ein und demselben Herrn dienen. And there he says, listen, we're not accountable to each other, we're accountable to him. Und er erinnert uns daran, hey, letztendlich müssen wir nicht voreinander Rechenschaft abgeben, sondern einst werden wir alle vor dem Herrn stehen und er wird Rechenschaft vor uns fordern. And this reality that we serve a common master sweeps away the differences between us. Und die Erinnerung daran, dass wir einem Herrn dienen, soll dazu führen, dass diese Dinge, die Streit und Uneinheit kreieren wollen, einfach kein Gewicht mehr haben. Turn back a few pages to Galatians chapter 3, verse 28. Read 28 and 29. Galater 3, die Verse 28 bis 29. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr den Abrahams Nachkommen nach der Verheißung Erben. The fact that we're believers doesn't do away with those realities. Die Tatsache, dass wir gläubig werden, ist nicht der Grund dafür, dass diese anderen Realitäten unwichtig werden. I didn't stop being a male when I became a Christian. Ich habe nicht aufgehört, ein Mann zu sein, als ich Christ wurde. I didn't stop being my ethnicity when I became a Christian. Und ich habe auch nicht meinen ethnischen Hintergrund verloren, als ich Christ wurde. And I can appreciate those realities and celebrate that's how God made me. Und ich kann mich darüber freuen, ja, so hat Gott mich gemacht. But I can't let those things define me ultimately. Aber das sind nicht die Dinge, die definieren, wer ich bin letztendlich. What defines me is not that I'm male. Was mich definiert, ist nicht die Tatsache, dass ich ein Mann bin. Or not that I was born in the United States. Oder dass ich in den USA geboren wurde. What defines you is not your ethnicity or that you're German or whatever your nationality. Das, was den großen Unterschied macht in deinem Leben, ist nicht deine Herkunft, nicht deine Nationalität, wo immer du auch herkommst. The ultimate definition of who we are is slaves of Jesus Christ. Die ultimative Definition, das, was letztendlich den Unterschied macht, wer wir sind, ist die Tatsache, dass wir alle Sklaven Christi sind. That's why there's no unity with those who serve a different Jesus. Deshalb gibt es keine Einheit mit denen, die einem anderen Jesus dienen. Even if they claim to be brothers in Christ. Auch wenn sie vorgeben, dass sie auch Geschwister in Christus sind. Mormons, for example, are not our brothers in Christ.
Mormonen zum Beispiel, das sind nicht unsere Geschwister in Christus. We don't share a common master. Wir haben nicht den gleichen Herrn. Their Jesus is the physical offspring of a physical union between God and a woman. Ihr Jesus der Mormonen, ist der Sohn oder das Produkt eines Gottes, der mit einer physischen Frau ein Kind gezeugt hat. The spirit brother of Satan. Das ist, naja, im Geist ein Bruder Satans. He's not the eternal Son of God, the second member of the Trinity. Und folglich, wenn, naja, eine normale Frau das Kind empfangen hat, auf die Art und Weise, wie es die Mormonen denken, dann ist er eben nicht der ewige Sohn Gottes. And other cults and false religions say they respect Jesus, but it's not the Jesus of the New Testament. Und verschiedene Sekten sagen, dass sie Jesus lieben oder ihn respektieren, aber es ist nicht der Jesus, der Schrift. And so we do not, we cannot have unity with them. Und folglich gibt es keine Einheit. Wir haben schlicht und einfach keine Einheit mit ihnen. But with our brothers and sisters who know and understand the biblical Jesus and confess him as Lord, we are united. Aber alle Geschwister, die den Herrn Jesus Christus, so wie ihn die Bibel lehrt, kennen und lieben und von ihm errettet worden sind, das sind unsere Geschwister. Mit ihnen sind wir eins gemacht in ihm und wir haben den gleichen Herrn. You may agree on a lot or you may disagree on a lot. Vielleicht hast du eine große Übereinstimmung mit anderen Geschwistern oder auch nicht. You may like them or dislike them. Vielleicht magst du sie oder vielleicht magst du sie nicht besonders. They may be a lot like you or very little like you. Vielleicht sind sie dir sehr ähnlich oder eben auch nicht. But if they confess the same Lord, then they're our brothers and sisters. Aber wenn sie den gleichen Herrn bezeugen, dann sind es deine Geschwister. There is a fifth basis for our unity. Eine fünfte Grundlage für Einheit. It's that we share a common belief. Ein Glaube. Notice he says there is one faith. Das beschreibt er in Epheser 4:5. Ein Glaube. Sometimes in the New Testament this word faith is used subjectively to refer to our believing. Manchmal wird das Wort Glaube oder Glauben subjektiv benutzt. Das bedeutet die Art und Weise oder die Tatsache, dass ich glaube, dass ich Vertrauen habe. If that's what Paul meant here, he would be saying that we're united on the fact that we all are believing. Wenn es das ist, was Paulus hier sagen wollte, dann würde das bedeuten, naja, wir sind eins, weil wir alle gläubig sind. But here Paul uses the word faith objectively. Aber hier benutzt Paulus den Begriff Glaube nicht in subjektiver Art und Weise, sondern objektiv. He's using it in the same sense as Jude, contend earnestly for the faith once for all delivered to the saints. Objektiv in dem Sinne, wie es auch Judas macht, wenn er sagt, dass wir für den ein für alle Mal überlieferten Glauben kämpfen sollen. It's one faith in the sense that it's the faith. Es ist ein Glaube, in dem es sich eben um den Glauben handelt. There is a body of doctrine that we all share and are united in. Es geht um den Inhalt des Glaubens, die Lehre, für die er steht. Das ist das, was uns vereint, dass wir die gleichen Wahrheiten annehmen und glauben. Turn to 1 Timothy chapter 4. 1. Timotheus 4. Paul often uses this expression this way. Dort sehen wir, dass Paulus diesen Ausdruck Glauben oft so benutzt. He begins in the first part of chapter 4 dealing with false teachers. Zu Beginn von Kapitel 4 geht es um Irrlehrer. And read verse 1. Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Notice here, he doesn't say they will fall away from believing, but rather they will fall away from the faith. Achtet darauf, er sagt nicht, dass sie aufhören zu glauben, sondern dass sie von dem Glauben abfallen. From that body of doctrine which defines the Christian faith. Von diesem Lehrgebäude, diesem Lehrinhalt, welches eben den christlichen Glauben ausmacht. And then down in verse 6, he reminds Timothy of his responsibility as a faithful minister. Und dann in Vers 6 erinnert er Timotheus daran, was eben einen guten, einen treuen Diener Gottes ausmacht. Und wir lesen dort, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Notice again, Paul uses this expression, the faith,
as all-encompassing of Christian doctrine. Und hier benutzt Paulus diesen Ausdruck Glaube wieder so, wie er es an anderen Stellen tut. Er spricht eben vom Inhalt dessen, was den christlichen Glauben ausmacht, von der christlichen Lehre. Think about just the practical way this manifests itself. Und stellt euch mal vor, wie sich das ganz praktisch auswirkt. I traveled across the world by airplane to be here with you. Ich bin mit dem Flugzeug um die halbe Welt gereist, um heute bei euch zu sein. And yet I am united with you, and I hope you sense you're united with me. Aber ich bin eins mit euch, und ich hoffe, ihr merkt auch, dass ihr eins mit mir seid, und das gibt einen Grund. Some of us have never met before. Die meisten von uns, wir haben uns noch nie getroffen. And yet we are united around a common body of doctrine, the faith. Aber wir sind eins in dem, dass wir den gleichen Glauben teilen. Wir haben die gleiche Lehrauffassung dessen, worum es geht, wenn, was die Bibel lehrt. We may and do disagree about substantive issues. Nun, es wird sicher der Fall sein, dass wir in der einen oder anderen Sache nicht übereinstimmen. Things like eschatology. Zum Beispiel, wenn es um eschatologische the Dinge geht. The nature of the millennium. Oder die Art und Weise, wie das tausendjährige Reich beschaffen sein wird. Perhaps even the nature of baptism. Vielleicht auch, naja, wie sieht Taufe denn jetzt nun wirklich aus? But there are certain fundamentals all true Christians believe. Aber es gibt einige Grundwahrheiten, die eben den Glaubensinhalt aller echten wahren Christen ausmacht. Now, I'm going to come back to the question of what those are, but let me just give you a summary. Ich werde später noch mal darauf zurückkommen, möchte hier aber die wichtigsten Punkte kurz aufzählen. When a church and its leadership deny the truth of the gospel, wenn eine Gemeinde und die Leitung der Gemeinde die Wahrheit des Evangeliums leugnen, either the person and the work of Jesus Christ, das heißt entweder die Person Jesus Christus oder das Werk Jesu Christi, or the means of salvation, oder die Mittel zur Errettung, it is a false church, dann ist es keine richtige Gemeinde. And there can be no unity with those who deny the truth about our Lord, his person or work, or who add to faith alone as a way to be made right with God. Und es gibt keine Einheit mit denen, die das Werk Christi oder die Person Christi verdrehen oder in Frage stellen, oder auch mit denen, die behaupten, dass es Errettung gibt außerhalb von Glauben mittels Gnade. Even if they call themselves our brothers and say they love Jesus Christ. Auch wenn sie sagen, dass sie unsere Geschwister sind und Jesus lieben. Why? Because there is the faith once for all delivered to the saints. Warum? Weil es gibt eben diesen ein für alle Mal den Gläubigen überlieferten Glauben, von dem Judas spricht. And that is what we are united in. Das ist das, was uns eins macht. The sixth reality that serves as the basis of our unity is this. Die sechste Realität, die wir finden hier in Epheser 4, ist folgende. We share a common confession. Wir haben ein gemeinsames Bekenntnis. Verse 5 says one baptism. Vers 5 drückt das so aus, eine Taufe. Now some think that Paul's talking about the baptism of the Holy Spirit here. Einige denken, Paulus rede hier von der Geistestaufe. But that's already included in verse 4 in the term one body. Aber das ist bereits beinhaltet in dem Ausdruck ein Leib in Vers 4. And so I have to agree with most commentators here. Und so schließe ich mich der Sicht der meisten Kommentatoren an. That baptism refers to water baptism. Die Taufe, von der die Rede ist hier, ist die Wassertaufe. Now again, it may seem strange to say that baptism is the source of our unity. Und vielleicht denkst du, naja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Wassertaufe ein so vereinendes Element ist. Often genuine Christians are divided over this issue. Naja, selbst wirklich wiedergeborene Christen sind sich oft nicht einig in Bezug auf die Handhabung der Taufe. When? Wann soll getauft werden? How much water to use? Wie viel Wasser benutzt man dazu? To whom? Wer soll getauft werden? But Paul's point here isn't about mode, it's about meaning. Aber Paulus geht es hier nicht um die Art und Weise, wie getauft wird, sondern was ist die Bedeutung der Taufe? In New Testament times, baptism was always accompanied by a confession. Im Neuen Testament sehen wir, dass die Taufe immer mit einem Bekenntnis einherging. The public confession that Jesus is Lord. Und zwar das öffentliche Bekenntnis, wo der Täufling sich dazu bekannt hat, dass Jesus Christus Herr ist. The wording of the New Testament is unique.
Die Art und Weise, wie das Neue Testament das beschreibt, ist sehr einzigartig. It often says that Christians are baptized into the name of Jesus Christ. Es heißt dort oft, dass die Gläubigen getauft werden in oder im den Namen Jesu Christi. This was true of the believers in Ephesus. Das traf auch zu für die Gläubigen in Ephesus. You remember the history of the Ephesian church in Acts 19. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von der Gründung der Gemeinde in Ephesus. There were some believers there who had been baptized by John. Es gab dort einige Gläubige, die wurden durch Johannes getauft. That is John the Baptist. Und zwar Johannes den Täufer. And when Paul came, he explained to them the truth about Christ fuller. Und als Paulus dort angekommen war, da gab er ihnen eine völligere Erklärung dessen, wer Christus ist und was es damit wirklich auf sich hat. And Acts 19:5 says they were baptized into the name of the Lord Jesus. Und in Apostelgeschichte 19 Vers 5 lesen wir Folgendes. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft oder in den Namen. Now this has a parallel in the secular culture of the first century. Das hat eine Parallele zur kulturellen Handhabung der damaligen Zeit im ersten Jahrhundert. The only way that a Roman soldier could join the army was to renounce every other allegiance and take an oath. Die einzige Art und Weise, wie du ein römischer Soldat werden konntest, ist dass du jeder anderen Beziehung oder Bindung abgeschworen hast und gesagt hast, ich bin einzig und allein Eigentum der römischen Armee. It was an oath of allegiance to the emperor. Es war auch ein Treueschwur gegenüber dem Kaiser. He had to say, Caesar is Curias. Und der römische Soldat musste bei seiner Einsetzung sagen, dass Caesar der Herr ist, der Kyrios. And having said that, he could then enter the army. Und durch dieses Bekenntnis wurde ihm zugestanden, ein römischer Soldat zu werden. In the same way, there was only one way the Christian to enter the Christian church. Und im gleichen Sinne konnte ein Christ auch nur auf dieselbe Art und Weise Teil der Gemeinde Christi werden. The way of public confession of Jesus Christ as Lord. Ein öffentliches Bekenntnis, in dem er eben bekannte, dass Jesus Christus der Herr ist, der einzige Kyrios. Baptism is and was a confession of that reality. Und die Taufe war, ist und bleibt ein Bekenntnis dieser Wahrheit. I am no longer the slave of Satan. Ich bin jetzt nicht mehr ein Sklave Satans. I am no longer the slave of self. Ich bin auch nicht mehr ein Sklave meiner selbst. I am no longer the slave of whatever false religion I used to be bound by. Und ich bin nicht mehr länger ein Sklave, was immer die falsche Religion war, der ich anhing. But I am a slave of Jesus Christ. Sondern ab jetzt bin ich ein Sklave meines Herrn Jesus Christus. That's what it means to be a Christian. Das ist, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Romans 10, 9 and 10. Römer 10, 9 und 10. We're united because all of us have made that confession. Wir sind eins, weil jeder von uns dieses Bekenntnis abgelegt hat. Finally, the seventh foundation or basis of our unity is this. Und die siebte und letzte Grundlage für Einheit ist folgende. We share a common God and Father. Wir haben einen Gott und Vater. Vers 6 lesen wir, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Now that's not primarily a reference to monotheism. Hier geht es nicht primär darum, Monotheismus zu lehren. Although certainly that's true. Obwohl das ist natürlich eine biblische Wahrheit. But here the reference is to the fact that through the work of Jesus Christ, we have all come to know the true God as our Father. Tatsache ist, und das ist das, worum es hier geht, durch das Werk Jesu Christi sind wir alle zu dem Punkt gekommen, wo Gott der Schöpfer zu unserem Vater geworden ist. Now you understand this, but when Paul says Father of all, he doesn't mean all men without exception. Wenn Paulus hier davon spricht, und ich gehe davon aus, dass ihr das versteht, Vater aller, dann meint er nicht, dass Gott der Vater aller Menschen ist. At least not in this sense. Zumindest nicht im engeren Sinne. You remember on Mars Hill, he alludes to the fact that we are all men are the offspring of God. Wir sind alle, wie Paulus es an anderer Stelle eben sagt, wir sind alle Geschöpfe
von Gott. So God is our Father in the sense that He created us all. In dem Sinne ist Gott unser Vater, dass er eben unser Schöpfer ist. But here He's talking about something much more than that. Aber hier geht es um etwas, was weit über das Schöpfersein Gottes hinausgeht. Go back to chapter 2, verse 18. Kapitel 2, Vers 18 lesen wir Folgendes: Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Notice specifically here, he says, through the work of Jesus Christ, we have access to the Father. Durch das Werk dieses einen Geistes, durch das Werk Christi, haben wir Zugang zu dem einen Vater. That's what he's saying later in chapter 4. Und das bestätigt er, und das meint er dann auch in Kapitel 4. We enjoy one Father because of the work of Jesus Christ. Wir haben ein und denselben Vater aufgrund dessen, was Jesus Christus gewirkt hat. Think about this. We are all different in so many ways. Man, stellt euch vor, wir sind alle so unterschiedlich voneinander in so vielen Arten und Weisen. But we're united in that we share the same Father. Aber wir sind eben eins in dem Sinne, wir haben alle den gleichen Vater. The same is true of our earthly families. Und das gleiche gilt für unsere irdischen Familien. I am the youngest of 10 children. Ich bin der jüngste von 10 Kindern. I have five sisters and four brothers. Ich habe 4 Brüder und 5 Schwestern. So there are 5 and 5 of us. Ja, 5. And some of my siblings and I are very much alike. We look alike, we think alike. Und ich bin sehr ähnlich wie einige meiner Geschwister. Wir sehen ähnlich aus, wir ticken ähnlich. Others of us, frankly, seem hardly related. Aber bei anderen denkt man, was, ihr kommt aus der gleichen Familie? But what holds us together? Aber was ist die Verbindung, die uns zusammenhält? We share the same Father. Wir haben den gleichen Vater. And that's how it is with us as Christians. Und das gleiche gilt für uns als Christen. Now, notice how Paul describes our Father here. Wie beschreibt Paulus unseren Vater hier? God is over all. Gott, der Vater, ist über allen. That is, his sovereign control is over us all. Seine souveräne Kontrolle, sein Wirken steht über uns allen. God is through all. Dann Gott ist durch alle. His sovereign providence sustains all things. Seine souveräne Vorsehung kontrolliert und führt alle Dinge. And God is in all. Und Gott ist auch in allen. His sovereign presence is with us all. Seine souveräne Gegenwart ist mit allen den Seinigen. The fact that we all embrace him as our Father is the cause for our unity. Das, was uns wirklich eins macht, ist die Tatsache, dass er unser aller Vater ist, in allen Dingen. So those 7 realities unite us to every other true Christian. Es sind diese 7 Grundwahrheiten, die uns eins machen mit allen wahren Gläubigen. Now, why did Paul list them here? Warum führt Paulus diese 7 Dinge hier auf? Why this theological list in the middle of a practical passage about unity? Warum diese theologischen Ausführungen in einer Anwendungspassage, wo es um Einheit geht? Paul listed them here to remind us. Er hat sie aufgezählt, um uns daran zu erinnern. To remind us of the basis of our unity and to motivate us to preserve it. Er wollte uns dadurch daran erinnern, was die Grundlage unserer Einheit ist, und damit gleichzeitig uns auch ermahnen, alles zu tun, diese Einheit zu bewahren. Woven throughout this passage, there is the greatest argument of all for our unity. Eingewoben in all das, was wir hier lesen, ist das alles überragende Argument für Einheit. Ultimately, our unity grows out of the nature of God himself. Letztendlich wächst unsere Einheit, oder unsere Einheit wird auch stabil gemacht dadurch, dass wir erkennen, wer Gott ist. Es ist sein Wesen, das uns bestimmt. Verse 4, there is one Spirit. Vers 4, ein Geist. Verse 5, there is one Lord. Vers 5, ein Herr. And verse 6, there is one Father. Vers 6, ein Vater. The basis for our unity ultimately rests in the unity that God himself enjoys. Und unsere Einheit ruht letztendlich in der Einheit der Dreieinigkeit Gottes, wie wir es hier sehen, Geist, Sohn und Vater. We worship one God who eternally exists in 3 distinct persons. Wir beten den einen Gott an, der ewig existiert
ewig ist, in drei Personen. In the same way, although each of us are distinct, we eternally exist in a unity that the persons of the Trinity enjoy. Und so sind wir eingetreten in Gemeinschaft, in Einheit mit diesem ewigen einen, dreieinigen Gott. Und auch wir sind alle unterschiedlich, aber eins in ihm. Remember what our Lord prayed at the end of the high priestly prayer in John 17? Erinnert ihr euch daran, was Jesus oder wofür Jesus betet in Johannes 17? That we would enjoy the same unity that he and the Father enjoy. Er bittet den Vater, dass wir die gleiche Einheit genießen, die er und der Vater haben. Understand then that if we disrupt that unity, it is an attack not only on the Church of Jesus Christ, but on the person of God himself. Und eins muss uns bewusst sein, wenn wir diejenigen sind, die diese Einheit zerstören, sie nicht bewahren, dann ist das nicht nur ein Angriff auf die Gemeinde Jesu Christi, sondern eigentlich ein direkter Angriff auf das Wesen Gottes selbst. So if you want to preserve the unity in your church that the Spirit has already created, wenn du also alles daran setzen möchtest, die Einheit, die der Geist bereits gewirkt hat in deiner Gemeinde, put on these attitudes that promote unity. Dann musst du diese Eigenschaften anziehen, die eben einheitsförderlich sind. Don't focus on all the issues with which you differ in your church. Focus on the basis for your unity. Konzentriere dich nicht auf all die Dinge, wo du vielleicht eine andere Sicht hast als die Leute in der Gemeinde oder deine Gemeinde, sondern dein Fokus soll auf den Dingen ruhen, die einheitsschaffend, einheitsbewahrend sind. And then beginning in verse 7 and running through the rest of our passage, remember to follow Christ's plan for unity. Und ab Vers 7 erinnert uns Paulus daran, dass Jesus einen Plan hat und wir tun gut daran, diesem Plan Christi zu folgen. Don't mess with the plan. Lass die Finger davon. Der Plan Gottes braucht nicht deine Verbesserungsvorschläge. Follow the plan Christ put in place for his church. Folge einfach dem Plan, den Christus für seine Gemeinde hat. And I can tell you, brothers, based on personal experience. Und ich kann nur bezeugen, auch aus eigener Erfahrung. If you will seek to follow these things, however imperfectly. Wenn du alles daran setzt, diese Dinge umzusetzen, mit all unseren Schwächen, unvollkommen wie wir sind. You can enjoy a sweet spirit of unity in your church. Dann wirst du in deiner Gemeinde, da wo du bist, erfahren, wie gut, wie süß diese Einheit ist unter Geschwistern. Now, as we finish our time together today, I want to consider some implications of this passage. Und zum Abschluss möchte ich ein paar ganz praktisch alltägliche Auswirkungen dieser Lehre hier mit euch anschauen. Before I do that, let me remind you again what this passage is not teaching. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber nochmal in Erinnerung rufen, was dieser Abschnitt nicht lehrt. It's not teaching that we should overlook false doctrine and false teachers. Es bedeutet nicht, dass wir Irrlehren oder Irrlehrer einfach ignorieren um der Einheit willen. It's not teaching that we should overlook patterns of unrepentant sin in the church. Und es bedeutet auch nicht, dass wir beide Augen zudrücken, wenn es Leute in der Gemeinde gibt, die sündigen, anhaltend sündigen und unbußfertig sind. It's not teaching that we simply deny important doctrinal differences. Und es bedeutet auch nicht, dass wir wichtige lehrmäßige Unterschiede ignorieren oder so tun, als würden sie nicht existieren. So what does Paul's emphasis on unity here mean for us, many of us who serve as pastors? Aber was bedeuten diese Ausführungen bezüglich Einheit für uns, für dich, der du vielleicht auch in der Leitung deiner Gemeinde Verantwortung trägst? Let me give you three legitimate implications from this passage. Hier sind drei Auswirkungen. Number one, we must not tolerate a spirit of disunity in our churches. Erstens, wir dürfen einen Geist der Uneinigkeit nicht tolerieren in unseren Gemeinden. I hope if you missed everything else, you won't miss this. Auch wenn du alles vergisst, was du gehört hast, hoffe ich, dass du das nicht vergisst. Disunity that is sinful displeases Christ. Sündhafte Uneinigkeit in der Gemeinde missfällt dem Herrn. If it's not for those clear-cut biblical reasons, then it dishonors him and it is a sin against him. Wenn Uneinigkeit in der Gemeinde ist,
außer aufgrund der Gründe, die ich vorher schon genannt habe, dann ist dieser Umstand eine Sache, die dem Herrn keine Ehre bringt. And we must do everything within our power to bring peace and resolution between us and other brothers. Und wir müssen alles daran setzen, Friedensstifter zu sein, für Versöhnung und Vergebung zu sorgen unter Geschwistern. And you know this from the New Testament, but it doesn't matter whether you're the one offended or the one who offended. Take the initiative. Und ihr kennt das anhand der Lehre des Neuen Testamentes. Es spielt keine Rolle, ob du das Opfer bist oder der Ausgangspunkt für den Unfrieden. Egal, auf welcher Seite du stehst in der Pflicht und trägst die Verantwortung, die Initiative zu ergreifen, ein Friedensstifter zu sein. And until you have exhausted every option, keep pursuing that peace and reconciliation. Und bis du nicht alles, was irgendwie möglich ist, ausgeschöpft hast, dann rate ich dir einfach, dass du alles daran setzt, damit Frieden eintritt. As Paul said, as much as lies within you, be at peace with all men. So wie wir es von Paulus im Römerbrief lesen, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Now, I understand, there are times when that's all you can do and the other person isn't responsive. Ich bin mir schon bewusst, manchmal tut man alles, was man kann, aber die andere Person oder Partei ignoriert das einfach, reagiert nicht darauf. But ask yourself this question. Aber du musst dir selbst folgende Frage stellen. Can I stand before Christ and say I did everything I could for there to be unity between me and that brother or sister? Du musst dich fragen, kannst du mal vor dem Herrn stehen und aufrichtig bezeugen, ich habe alles unternommen, um dafür zu sorgen, dass Frieden wiederhergestellt wird, dass Versöhnung sich einstellt zwischen mir und dieser Person. We must not tolerate a spirit of disunity. Einen Geist der Uneinigkeit dürfen wir nicht tolerieren. With other segments of the true church, weder mit anderen Bereichen der wahren Gemeinde, with other Bible teaching churches in our area, auch nicht in Bezug auf andere bibeltreue Gemeinden in unserer Umgebung, within the membership of our own church, auch nicht innerhalb der Mitgliedschaft and unserer among Gemeinde, the leaders of the church, und schon gar nicht unter der Leiterschaft. Second practical implication. Zweite praktische Auswirkung. We should not reject other Christians or Christian leaders solely because of differences on issues other than fundamental doctrines. Wir sollten weder andere Christen noch christliche Werke ignorieren oder Abstand von ihnen nehmen, einfach weil sie in gewissen Lehrfragen eine andere Sicht haben. So what are the truly fundamental doctrines? Was sind die grundlegenden Wahrheiten? When does a true church become a false church? Ab welchem Punkt ist eine Gemeinde nicht mehr eine Gemeinde? Or to ask the question a different way, what's the difference between a weak, disobedient, doctrinally corrupt true church and a false church? Oder man kann es auch so sagen, was ist der Unterschied zwischen einer falschen Gemeinde, eine die keine ist, und einer Gemeinde, die einfach schwach ist? Lehrmäßig vielleicht untergraben, ein bisschen verdorben bereits, aber es sind immer noch Gläubige. Es ist eine wahre Gemeinde. It's when the church and its leadership deny the gospel. Und eine Gemeinde hört auf, eine Gemeinde zu sein oder ist keine, wenn die Gemeinde selbst und ihre Leiter das Evangelium verleugnen. When they're wrong about the person of Jesus Christ. Wie ich schon gesagt habe, wenn sie ein falsches Verständnis der Person Jesu Christi haben. That includes obviously the nature of God himself. Das beinhaltet natürlich auch das Wesen Gottes selbst. So for example, the oneness Pentecostals who are modalists, who reject the Trinity. Would not fall into this category. Zum Beispiel gewisse pfingstlerisch ausgerichtete Gemeinden, die die Dreieinigkeit Gottes leugnen. Or what I mean to say is, they do fall within the category of those who are wrong on the person of Christ and therefore are a false church. Und was ich damit sagen will ist, sie haben nicht verstanden, dass Jesus die zweite Person der Gottheit ist und folglich lehren sie ein falsches Evangelium. Sie sind keine echte Gemeinde. And of course there are other ways that they can be wrong about the person of Christ. Es gibt auch andere Aspekte, wo man wirklich
falsch liegen kann in Bezug if they're auf wrong die Person about the work of Jesus Christ. Zum Beispiel auch, wenn sie ein falsches Verständnis des Werkes Jesu Christi haben. And if you want to see this fleshed out biblically, just work through the epistle of 1 John. Und wenn du diese Aspekte genauer verstehen willst, dann empfehle ich dir, den ersten Johannesbrief durchzuarbeiten. And 2 John as well. Und auch 2. Johannes. The next issue is, are they wrong about the means of salvation? Der nächste Punkt ist, eine Gemeinde ist keine Gemeinde, wenn sie nicht verstehen, wie Errettung, biblische Errettung beschaffen ist. You know Galatians 1, verses 8 and 9. Ihr kennt Galater 1, 8 bis 9. Paul says, read verses 8 and 9, Galatians Galater 1, 8 bis 9. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht, wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Now think about what Paul says to the Galatian churches. Was für eine Botschaft hat Paulus für die Gemeinden in Galatien? He says, if I, the Apostle Paul, show up in your church. Er sagt, wenn ich, der Apostel Paulus, bei euch in der Gemeinde auftauche. Or a verifiable angel, let's say Gabriel, shows up in your church. Oder ein Engel, na, sagen wir mal, Gabriel kommt plötzlich daher. And there's no question, it's Paul, there's no question, it's Gabriel. Und es gibt keine Fragezeichen, ja, das ist Paulus, ja, das ist Gabriel, der Engel Gabriel. And they preach to you a gospel other than the one received in the New Testament. Und Paulus oder dieser Engel Gabriel predigen ein anderes Evangelium als das, was im Neuen Testament gelehrt wird. He says, let them be damned. Dann sagt er, sie sollen verflucht sein. Let Paul be damned. Paulus sei verflucht. Let Gabriel be damned. Gabriel sei verflucht. And so obviously that goes for anyone else teaching a different gospel. Offensichtlich trifft das auf jeden zu, der da kommt und ein anderes Evangelium lehrt. The Judaizers claim to be an expression of genuine Christianity. Die Judaisten, um die es im Galaterbrief geht, sie nahmen für sich in Anspruch, dass sie verstanden haben, was das wahre Evangelium sei. But Paul absolutely disagreed. Aber Paulus sagt, nein, sie haben keine Ahnung. He said their denial of justification by faith alone put them outside the Christian faith. Was er erklärt ist, dadurch, dass sie Rechtfertigung durch Glauben allein abgelehnt haben und etwas anderes lehren, sind sie nicht mehr diejenigen, die den Glauben, von dem wir vorhin gehört haben, in lehren. Galatians 2:4, he calls them false brethren. In Galater 2:4 nennt er sie falsche Brüder. And we should do exactly the same for any Christian church or denomination that preaches another gospel. Und wir sollten genau das Gleiche tun für irgendeine christliche Gemeinde oder Denomination, die ein anderes Evangelium predigt, gilt, sie seien verflucht. But don't miss the other side of this. Aber verpasst nicht, worum es hier auch geht. If a church embraces the true Christ and the true gospel, it's a true church. Wenn eine Gemeinde den wahren Christus und das wahre Evangelium annehmen, dann ist es auch eine wahre Gemeinde. It may be incredibly spiritually immature, like the church in Corinth. Es kann sein, dass diese Gemeinde in Bezug auf geistliche Reife noch völlig in den Kinderschuhen steckt. Denkt an die Gemeinde in Korinth. It may have a cold, dead orthodoxy that's lost its first love, like the church in Ephesus. Und vielleicht ist es eine theologisch, biblisch orthodoxe, rechtgläubige Gemeinde wie die Gemeinde in Ephesus, aber sie haben ihre Liebe verloren. It may tolerate doctrinal error and licentious living among its members without practicing church discipline, und like the church in Pergamum. Vielleicht sind sie auch wie die Gemeinde in Pergamon, die, naja, ein ausschweifendes Leben ihrer Mitglieder toleriert haben, lehrmäßige Fehler toleriert haben, aber sie waren dennoch eine Gemeinde. It may tolerate extra-biblical revelation, like from some of its members, like the church in Thyatira. In Thyatira lesen wir auch, dass, naja, da wurde wahrscheinlich außerbiblische Offenbarung akzeptiert, aber es ist immer noch eine Gemeinde. It may be dead and composed primarily of unbelievers, like the church in Sardis.
Vielleicht ist es auch eine Gemeinde, die so beschaffen ist wie die Gemeinde in Sardes. Viele ihrer Mitglieder sind gar nicht errettet. Sie sind tot. Sie haben nie neues Leben empfangen, aber es ist immer noch eine Gemeinde. It may differ with us doctrinally in significant ways. Vielleicht gibt es eine wahre Gemeinde, die in essentiellen Lehrfragen ganz anders steht, als wir das tun. But it's still a true church and deserves to be treated differently than a false church. Aber solange es eine wahre Gemeinde ist, verdient sie es, wie eine wahre Gemeinde behandelt zu werden und nicht wie eine Gemeinde, die keine ist. Examine Paul's and Christ's responses to weak, compromising churches. Achtet darauf, wie Paulus und auch Christus mit Gemeinden umgehen, die schwach sind, die faule Kompromisse eingegangen sind. And then compare that to their response to false brethren and false churches. Und dann vergleiche es mit der Art und Weise, wie sowohl Paulus als auch Christus mit falschen Gemeinden und falschen Gläubigen umgehen. Let me just say, this is so important as you continue your study, some of you, and you come to settle convictions about your doctrine and practice. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, das ist so wichtig, wenn du weiter studierst und deine theologischen Überzeugungen sich festigen. Don't forget the difference between a weak true church and a false church. Achte darauf, dass du unterscheiden kannst zwischen einer schwachen, aber wahren Gemeinde und einer Gemeinde, die gar keine ist. And don't treat them the same way. Wir behandeln sie nicht in gleicher Art und Weise. A third practical implication eine dritte Auswirkung. Although we must preserve unity, because of the significant differences between us, there will be different levels of involvement with other Christians. Ja, wir wollen Einheit bewahren. Aber wir müssen auch realistisch sein und sehen, je nachdem, wie deckungsgleich unsere Ansichten sind, das bestimmt das Maß an Zusammenarbeit mit anderen Christen oder Gemeinden. Sometimes those differences are practical differences, like the ones between Paul and Barnabas over John Mark. Manchmal sind es, naja, praktische Differenzen, wie wir sie in Apostelgeschichte 15 lesen, zwischen Paulus und Markus. Other times there are going to be significant doctrinal differences. Manchmal geht es um lehrmäßige, vielleicht erhebliche lehrmäßige Unterschiede. So how do we determine our interaction with our brothers and sisters in light of those differences? Wie entscheiden wir jetzt, welches Maß an Zusammenarbeit wir pflegen oder pflegen können? Let me give you some just practical thoughts here. Hier sind einige, praktische Ratschläge diesbezüglich. This is not inspired. This is simply my desire to understand the application of the scripture. Das ist nicht inspiriert. Das ist einfach mein Nachdenken und das, wo ich gelandet bin, wie wir das umsetzen können, was hier gelehrt wird. I created what I've called the circles of involvement. Ich habe das genannt. Das sind die Kreise der Zusammenarbeit. Practically, our connection with other Christians works out in ever-tightening concentric circles. Das sind wie konzentrische Kreise und die Deckungsgleichheit unserer Lehrauffassung wird enger, je mehr wir ins Zentrum kommen. At the widest possible circle is the circle of fellowship. Der größte, der weiteste Kreis, das ist der Kreis der Gemeinschaft. You can have fellowship with anyone who professes the biblical Christ, the biblical gospel, believes the fundamental doctrines of the Christian faith. Du kannst Gemeinschaft haben mit jedem, der bezeugt, die Person Christi, das Werk Christi, das Evangelium Christi, der ein Christ ist, der wirklich ein wiedergeborener Christ ist. Mit dem kannst du Gemeinschaft haben. The only other provision or caveat is 1 Corinthians 5, they must not be living in a pattern of unrepentant sin. Das Einzige, was das verhindern könnte, das lesen wir in 1. Korinther 5, du kannst keine Gemeinschaft mit deinem Bruder pflegen oder jemand, der sagt, dass er ein Bruder ist, der aber an offensichtlicher, eindeutiger Sünde festhält. But you can sit down and have a meal with and fellowship with anyone who falls in that circle. Aber jeder, der ein wiedergeborener Christ ist, nicht in Sünde beständig lebt und daran festhält, mit dem kannst du Gemeinschaft haben, dem kannst du ein Essen haben. Who understands and embraces the true gospel and the true Christ. Er lehrt, er bekennt das wahre Evangelium und den wahren Christus. And who isn't living in a pattern of unrepentant sin. Und er lebt nicht in einem Festhalten an Sünde und ist unbußfertig darin. The next circle, the next Titus circle is partnership. Der nächste Kreis, das ist eine Partnerschaft, eine Zusammenarbeit.
for there to be partnership in joint ministry, there must be essential agreement on the major issues of the Christian faith. Und um eine Partnerschaft einzugehen, eine Zusammenarbeit, müssen wir doch in entscheidenden Lehrfragen die gleiche Sicht vertreten. For example, there is a segment of the charismatic movement that is evangelical, that embraces a biblical gospel and not the prosperity gospel. Und es gibt zum Beispiel auch innerhalb der Charismatik Gemeinden, die nicht ein Wohlstandsevangelium lehren, sondern eine evangelikale, klare Sicht haben des Evangeliums. Personally, I'm more than comfortable having fellowship with those brothers and sisters. Ich habe kein Problem, mit diesen Geschwistern Gemeinschaft zu haben. But I'm not going to enter into ministry partnership with them because our differences are too great. Aber naja, gemeinsame Sache machen, gemeinsame Veranstaltungen abhalten, das wäre wohl nicht weise, weil unsere unterschiedliche Auffassung immer noch ziemlich groß ist. Some example of some other issues that could limit partnership would be major differences on issues of Christian liberty, for example. Ein weiterer Aspekt, der die Zusammenarbeit limitiert, ist der Umgang mit christlichen Freiheiten, Gewissensfragen, wie wir in Römer 14 zum Beispiel lesen. For some, this might include our views of the sovereignty of God and salvation. Und für einige kann das auch sein, was ist die Sicht der Souveränität Gottes oder wie wirkt Gott Errettung? Wie denken wir darüber? So there's fellowship and then there's partnership. Okay, der äußerste Kreis Gemeinschaft, dann Partnerschaft oder Zusammenarbeit. The third concentric circle is membership. Der dritte Kreis ist Mitgliedschaft. For someone to join with us as members in a local church requires yet even more agreement. Wenn jemand Teil unserer Gemeinde sein möchte, Mitglied werden möchte, naja, dann müssen lehrmäßig mehrere Dinge übereinstimmen. To join Countryside, a person doesn't have to agree on every single doctrinal issue in our doctrinal statement. Damit jemand Mitglied werden kann in Countryside, das ist die Gemeinde, wo dient, muss nicht in jedem Detail mit uns übereinstimmen. But we want to know what those differences are. Aber wir wollen wissen, wo nicht mit uns übereinstimmt. And we ask them to be willing to submit to the specific doctrine and distinctives of our church. Und wenn wir wissen, was es ist, dann bitten wir sie auch, dass sie bereit sein sollen, sich unterzuordnen und das zu akzeptieren, was wir in dieser Gemeinde eben diesbezüglich leben. And they have to agree not to try to convince others of their position on these minor issues and create division. Und sie müssen auch zustimmen, dass sie in diesen Bereichen nicht als Evangelisten tätig werden in der Gemeinde und versuchen, alle zu überzeugen, von ihrer Sicht eben anders ist als die, die wir als Gemeinde vertreten. Das geht nicht. But for membership, there is largely agreement together on what we believe. Ja, wer Mitglied werden will, da gibt es eine ziemlich große Deckungsgleichheit in Bezug auf unsere Lehrauffassung. The smallest circle is leadership. Und der engste Kreis, das ist dann die Leitung der Gemeinde. If someone's going to be in leadership, he has to give wholehearted assent to the doctrine and distinctives of the church. Wenn jemand in der Leitung aktiv werden soll, wenn Verantwortung trägt, dann muss unser Glaubensbekenntnis wirklich zu 100% unterschreiben können. Some examples of issues that would keep somebody from being an elder in our church are these. Wenn es Ältestenschaft geht in unserer Gemeinde, dann reden wir von folgenden Dingen. Their view of cessationism. Wie stehen Sie zu den Gaben, ob Sie aufgehört haben, den speziellen Heilungsgaben, gibt es sie noch oder haben Sie aufgehört? Their view of the millennium. Wie stehen Sie zum tausendjährigen Reich? Because of the number of passages involved with that issue. Naja, es gibt nicht wenige Bibelstellen, die irgendwie Bezug nehmen auf das tausendjährige Reich. If they're integrationist in terms of their view of psychology, secular psychology. Wie sieht es aus in Bezug auf Seelsorge? Sind Sie Integrationisten? Denken Sie, dass Psychologie und Psychiatrie doch auch sehr hilfreich und nötig seien? So I hope you'll think about and maybe have some help from those circles. Und ich hoffe, dass das euch ein bisschen hilft, dieses Bild der verschiedenen Kreise und was ist wo, unter welchen Umständen möglich. Can I just encourage you, brothers and sisters, let the passion of the heart of the Apostle Paul and of the Holy Spirit become yours. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Geschwister, dass dieses Anliegen, diese Leidenschaft für Einheit, wie wir sie bei Paulus sehen, angetrieben durch den Geist Gottes, dass es auch eure Leidenschaft wird, dass ihr alles daran setzt, Einheit zu bewahren. Look again at Ephesians 4:3.
Epheser 4,3 nochmal. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. May God help that to be true in all of our ministries and in all of our hearts. Möge Gott uns helfen, dass diese Wahrheit all unsere Dienste prägt, aber auch ganz persönlich unsere Herzen füllt. Amen. Amen. Let's pray together. Lass uns beten. Father, thank you for the day that we've been able to spend together. Vater, wir danken dir für den Tag, den wir schon gemeinsam verbringen durften. And thank you for your word that is so clear in the issues of our lives and ministries. Und wir danken dir für dein Wort, das so klar in unser persönliches Leben, aber auch in unseren Dienst hineinspricht. Lord, help this to be our passion. Herr, hilf uns, dass das unser großes Anliegen wird, unsere Leidenschaft. As the antagonism and of the world increases, der Antagonismus, die Sicht, dass man nichts wirklich weiß, nimmt mehr und mehr zu in dieser Welt. As persecution is on the horizon, und wir müssen damit rechnen, dass Verfolgung zunehmen wird. Help us to be truly united with those who are brothers and sisters in Christ. Herr, hilf uns, dass wir wirklich wahre Einheit leben und bewahren mit allen, die wahrhaftig Geschwister in Jesus Christus sind. Lord, guard us from being sentimental about this. Herr, bewahre uns davor, sentimental über diese Dinge zu denken. And accepting those with whom we really don't share this unity. Und bewahre uns davor, eine Einheit mit denen einzugehen, die wo es keine Einheit gibt. But Father, those who meet the standards we've seen today, may we be truly united with them as we are in essence. Aber mögen wir mit allen, die wirklich errettet sind in dir, mit denen wir eins gemacht sind, auch diese Einheit pflegen und bewahren und die Gemeinschaft pflegen, Herr. May all of the churches represented here be greater places of unity in light of the time we've spent together today. Und Herr, ich bitte auch, dass all die Gemeinden, die heute hier repräsentiert sind, wirklich in Einheit wachsen, gerade auch aufgrund der Dinge, die wir gelernt haben heute an diesem Tag. For the glory of your name. Und wir bitten darum, um deine Ehre, um deines Namens Ehre. For the glory of Jesus Christ our Lord. Und für die Ehre unseres Herrn Jesus Christus. And for the advancement of his cause in the world. Und damit sein Reich, seine Sache vorangetrieben wird in dieser We Welt. We pray these things in his name. Amen. Und wir beten in seinem Namen. Amen.